Am nächsten Morgen liegen wir unerwartet wieder in unserer Basis. Stehen auf, gehen raus und Feuerriegel kommt auf, also Beckett. Guten Morgen, Cassie. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. In Ordnung, wir sollten zum Donnerberg aufbrechen und Tengulus retten. Was meinst du? Aber Simsal hat uns gesagt, wir sollten uns sehr gut vorbereiten, bevor wir dorthin aufbrechen. Was machen wir? Wir können sofort zum Donnerberg aufbrechen oder später. Es liegt an dir. Aber in jedem Fall sollten wir unser Bestes geben. Da bist du auf dem richtigen Weg. Und ich würde gerne zum Donnerberg gehen, allerdings habe ich hier noch was vor. Nämlich so einiges. So, hallo Ryan. So, Ryan kann mitkommen. Wie sollen wir ohne ihn Morde aufklären? Gut, das geht auch schon ganz gut zu zweit, aber er kann trotzdem helfen. Ja, ja, doch, doch, geht schon. Wie viel Kohle habe ich? Nicht so viel. Was gibt's denn hier noch? Nichts Gutes, alles klar. Nein, 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 nein. Das sieht vor allem so unrealistisch aus, wenn man spult, dann läuft das Vieh gar nicht. Doch, jetzt. Es läuft inzwischen durch manchmal gar nicht, sondern fliegt einfach rum. Ein bisschen merkwürdig, aber. Na gut. Na gut. Ich vertret's einmal, aber dann wird's zu viel. Was habe ich denn gerade so? Na, ich kann ja das benutzen. Du sollst frei. Du kannst ja auch nochmal Tackle machen. Das ist jetzt so auch nicht gerade das Schlimmste, wenn du das machst. So habe ich ihn. Wo habe ich denn alles? 3, 5, 6, 7 und 8, glaube ich, ne? Nein, nicht der anderes. Nicht Einstellungen. Nicht Anwärter suchen. Missionsziel 3, 5, 6, 7, 8. Und auf der 6 muss ich 5 hinwegbringen. Ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin. Trapinski. Trapinski. Oh, Georg Brock, juhu. So, jetzt Nummer 1. Wo sind sie? Ihr macht es schon. Also ich glaube gerade noch so an euch, dass ihr einen Stalunior klein kriegt. So, was könnten wir hier? Da ist Geld, juhu. Ein Poupance. Hallo Poupance. Da ist nichts, natürlich nicht. Warum sollte hier auch das entflohene Pokémon sein? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das Pokémon, das gerettet werden muss. Warum sollte es auch dort unten sein? Wenn wir doch hier oben noch einen anderen, ganz abgeschnittenen Bereich haben, ne? Das wäre ja sonst zu einfach. Hui! Mensch, war das spannend. Aber es wird immer wieder gut, Gutes zu tun. Ja, ja, ja. Gutes zu tun tut gut. Und wir sind Level 15. Sehr schön. Du bist Level 14 und du bist schon Level 15. Alles klaro. Aber ich glaube, wir holen langsam Beckett auf. Guten Tag. Kennst du schon mal einen Blubber? Die Droppe ist ja schlimmer als Sarza. So, was können wir für euch tun? Ja, so viel zu, wir holen langsam auf. Ah, Ryan auch Level 15, sehr gut, sehr gut. So, wo ist dieses Biest? Das ist ein Mediti. Das ist nicht das Biest, das ich gesucht hatte. Beziehungsweise immer noch suche. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das? Zickzacks. Hallo, Zickzacks. Zickzacks. Guten Tag. Nein. Ja, bitte. Ha. Das war super Arbeit. Tschüss, Stolunio. Das ist viel spannender als der Donnerberg. Und Berg ist es trotzdem, selbst wenn hier gerade nicht ganz so viel Elektrizität ist. So, aber ich denke, das interessiert jetzt mal gar keinen. Also mich interessiert es nicht und dann hat es euch auch nicht zu interessieren. Oh, das hat mehr als 27. Props to you, Kleinstein.
Medici hat allerhöchstens 34. Was ich zwar eher nicht glaube. Oh, Entschuldigung, hat eine Sinnelbeere aufgehoben. Nein! Gerade diese Sinnelbeere. Ohne die werde ich jetzt leider sterben müssen. Nein. Und ja. Gehen wir halt hier oben rum. Können wir wenigstens noch den Wurforb mitnehmen. Das war alles schon so einberechnet. Boah, puh, wir haben die Sinnelbeere. Ja, was haben wir da oben noch? Och, ein Medity. Ja komm, ich hätte jetzt Blubber einsetzen können, aber... Wer braucht schon Blubber? SpongeBob hatte mal den Blubber, aber damals war es eine Krankheit. Heutzutage ist es eine Pokémon-Attacke. Nein, eigentlich war es ja erst die Pokémon-Attacke und dann die Krankheit. Wollen wir mal Spinsir ranholen? Falls ihr euch fragt, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, also wie es da so am Bildschirmrand lang gesaust ist. Da oben war übrigens schon wieder was, ich weiß noch nicht, was es war. Es könnte ein Stolunio gewesen. Ja, es war ein Stolunio, richtig. Und da bin ich gerade am Medity vorbeigelaufen, aber das ist ja egal. Hallo Hornliu, na, wie geht's dir? Ich weiß gar nicht, warum ich da mal spule, wenn dieses Zeug abläuft. Wahrscheinlich, weil mir das einfach viel zu lange dauert. Weil ich ungeduldig bin. Na gut. Na gut, das war vielleicht nicht so gut, aber... Mein Lieblingswort ist heute, glaube ich, gut. Ja gut, aber... Oh, so viel. Ist aber gar nicht gut. Klug wär's gewesen, hättet ihr euch jetzt an die Seite gestellt, da wär's Kleinschein mit vorne gewesen. Klug für mich zumindest. Dann hätten wir euch mit einer Attacke, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So. Hallo, Mediti. Nein, bitte nicht Meditation. Ah, unser Beutel ist wohl voll. Na gut, überzeugt. Tschüss, Mediti. Ah, doch nicht tschüss, aber jetzt tschüss. Also jetzt wissen wir, dass Mediti KP... Na komm, Ryan, nimm du das mit. Ryan, nimm du die Sinnelbeere mit, geht doch. Und mit Magen knurrt, da bin ich aber traurig. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber Stolunior ist schon fast gerettet. Wir müssen noch das Kleinstein wegmachen. Stolunior ist auch schon gerettet. Ja. Und wirklich gehen, bitte. So, was haben wir hier alles? Geld und Belebersamen. Und Geld und noch ein Belebersamen. Was haben wir hier? Geld und ein Belebersamen. Hui, und wir sind jetzt Silberrang und Geld und Georgbrock. Hat sich gelohnt. Wirklich. Ein lohnensreicher Tag. Lohnenswerter Tag. Lohnen irgendwas. Wir haben heute viel Lohn bekommen. Aber größtenteils leider Mehllohn, also... Ist etwas, wenn du hungrig bist, während du deine Dankzeit bist, wirst du hungriger. Dein Magen leert dich. Wenn du ausgehungert bist, verlässt du KP bis du kampfunfähig wirst. Also ist regelmäßig Nahrung kannst du im Kekleon-Laden kaufen. Sehr toll. Ein Gelbgummi. 200 Poke. Amarena-Bäre. Ja, gerade die Amarena-Bäre, die ist nützlich. Die werde ich hier 1000 Mal im Let's Play einsetzen. Das werdet ihr mich 1000 Mal sehen. Naja. So, einmal bitte hier hin. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und dies alles hier. So, weg damit. So, jetzt habe ich das noch. Alles klaro. Geld müsste ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr haben. Das heißt, ich kann mir hier jetzt was kaufen. Ist zwar jetzt nicht gerade so viel. Aber besser als gar nichts. Und jetzt noch den Abflugwald. Ja, bitte den Abflugwald, der Wandlerwald. Da kann man sich nämlich nur Evolis und ihre Entwicklungen halten. Deswegen, und wir haben keine Evolis bzw. ihre Entwicklungen. Also ist es auch kackegal. Warte, Beckett hat doch noch die Pirsif-Beere. Habe ich noch irgendwas? Irgendwas Itemartiges? Nö. Aber Ryan hat noch seine Sinnelbeere.
Erstmal zum Team und dann das Item der Sinnelbeerenartigkeit wegnehmen. Und jetzt können wir uns ja mal in den Dönerberg wagen. Der liegt übrigens in der Türkei. Ja, ich weiß, dass der Döner in Deutschland erfunden wurde, aber nur trotzdem von einem Türken. Ja, der Dönerberg liegt trotzdem in der Türkei. Also lasst mich bitte. Wir sind hier am Fuße vom Donnerberg. Ob Simsalas Team bereits auf dem Weg ist? Zapdos. Der Name klingt nach Stärke. Ich zittere. Ich darf jetzt keine Angst haben. Unser Ziel ist einfach erklärt. Wir werden Tengulist retten. Käsel, versuchen wir unser Bestes. Klar, ei, ei. Officer Beckett. Nein, nee. Aua. Aua, habe ich gesagt. Tut doch weh. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem bei Zapdos, denn Zapdos ist ein bisschen doof. Zumindest die erste Runde, aber ihr werdet sehen, warum. Ich will nämlich den Donnerberg auf jeden Fall noch in dieser Folge machen. Und wenn der Donnerberg dann fertig ist, dann... Ach, den Dönerberg, Entschuldigung, das habe ich gerade verwechselt. Dann können wir auch die Folge beenden und dann geht es in der nächsten Folge dann in irgendwo anders hin. Oh, ein Klargummi, der ist sehr gut für unser späteres Team. Ja, ich muss es leider sagen, wir werden nicht das ganze Let's Play über mit Castle und Beckett rumlaufen. Wir werden dann, nachdem wir die Hauptstory durchgespielt haben, leider uns ein legendäres Pokémon holen und dann damit rumlaufen. Es tut mir auch schon sehr leid. So, wo geht es lang? Hier ist ein Hornliu, das sind ja die mächtigsten Gegner im ganzen Spiel. Zumindest hier in den letzten beiden Dungeons. Hornio auf jeden Fall das Beste. Oh, eine TM. Erholung, yippie, gleich die Beste von allen. Beziehungsweise mit einer der Besten. Und ich hoffe, euch ist bewusst, dass ich das Beste mit Sarkasmus gemeint habe. Ich wollte gerade Ironie sagen, aber Ironie ist ja nicht ganz richtig. Nein, es ist Sarkasmus oder Zynik. Ja, ich bin gebildet. Aber das zum größten Teil eigentlich nur ein. Warte, ich muss darüber gucken und dann kann ich blubben. Das ist meine alte Regel. Erst gucken, dann blubben. Und sehr gut, dass du das auf Feuerregel gemacht hast. Das war strategogatisch sehr klug von dir, Tuska. Gotuska finde ich gerade extrem lustig, weil ich gucke mir momentan auf YouTube gerade die 6. Staffel Pokémon an. Und bei den Pokémon-Staffeln, die im Fernsehen laufen, erstens die 6. Staffel, das ist die in der Höhenregion und da fängt sich James halt das Tuska und deswegen denke ich da gerade dran. Und zweitens finde ich die Einteilung mit den Staffeln so ein bisschen suspekt, aber na gut. So. Blüber. Erst gucken, dann blubben. Mein alter Spruch. Den müsst ihr euch merken. Ich werde euch alle abfragen. Was mein Lieblingsspruch ist, wenn es was mit Blubber zu tun hat. Ja gut, das war doof. Ich sehe es ein. Das wollte ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so, wie ich es dann ausgeführt habe, aber... Ja gut. Kann ich alles haben. Ein Dammhirplex. Die Vorlage für in der fünften Pokémon-Generation entwickelte. Für das in der fünften Generation entwickelte Kronjuwild. Ein Hirsch mit Gebamsel auf dem Kopf. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das habe ich mir da so gedacht. Oh, Level 16 Megasauger. Ja, sehr gut. Ja, bitte. Ich kenne mich halt mit Knilz aus. Wer Momon gesehen hat, weiß warum. Dort habe ich nämlich auch mein Kinoko trainiert. Und ich war stolz auf Kinoko. Damit war die Pokéliga so richtig schön einfach. Und ich kann das sagen, da diese Folge hier später rauskommt. Und wer Momon nicht geguckt hat, der ist dann selbst dran schuld.
Ich habe jetzt auch nicht so viel verraten. Und ich brauche diese Linkbox von dem Ampharos. Bitte sei das Ampharos, das die Linkbox gefressen hat. Nein. Sinne wäre. Ah, eine Linkbox. Stand da vielleicht ist draufgetreten? Steht nicht mehr drin. Okay. Oh, egal. Oh, 166 Pokédollar. Das ist natürlich nicht wenig, aber ist rein theoretisch. Wäre rein theoretisch sinnlos, sich das extra zu holen. Aber wenn das Electric schon mal da ist, dann kann man das ja auch machen. Oder nimmt man einfach mal das Geld so mit. Ich finde, kann man bringen. Kommt man da lang? Erstmal zu einem Damoplex, aber dann kommt man dann da lang. Bitte, bitte, bitte. Das sieht aber gut aus. Wenn ich den Weg jetzt so einschätzen müsste. Und meine Einschätzung war richtig. Juhu. Juhu. Oh, geil. Noch eine Linkbox. Boah, die Linkboxen sind wichtig. Die brauche ich für meine Taktik. Dann, wenn es später noch mehr legendären Pokémon an den Kragen geht. Und ich glaube, da spoilere ich nicht so sehr, wenn ich sage, dass wir noch legendäre Pokémon besiegen müssen. Weil ich glaube, das kann sich jeder denken, wenn wir jetzt schon als Gegner Zapdos vorgesetzt kriegen. Ah, ich hasse Skorgler. Aber mit Wasser gehen die zum Glück relativ gut weg. Muss ich mir für Platin merken. Denn ich will irgendwann nochmal gegen Jonas kämpfen. Ihr kennt ihn ja. Also, ich nehme an, dass ihr ihn kennt, weil der war eigentlich schon genug LPs dabei. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja letztens Klassenfahrt. Vor 2 Wochen jetzt, wenn ihr diese Folge genau am Zeitpunkt seht, wenn sie rauskommt, hatten wir Klassenfahrt. Und da haben wir zusammen zu dritt Platin angezockt. Der dritte war Triplon. Ist jetzt aber auch egal. Und erstens, das Vultenso ist doof. Und warum mache ich das so? Und er wollte sich ein Skorgler ins Team nehmen. Und da weiß ich jetzt, dass ich am besten dafür meinen Aquana benutze. Kann ich mir sehr gut merken. Einfach hier an dieses Let's Play denken. Juhu. Da sagt noch einer, Let's Player lernen nichts fürs Leben. Ne? Ich mache das hier jetzt aber auch ja nur nebenbei. Ich bin ja momentan noch nicht berufstätig. Merkwürdigerweise, wenn man in der 9. Klasse ist, ist man nicht berufstätig. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet, aber jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Gut, treff halt nicht, ist nicht mein Problem. Doch, ehrlich gesagt schon, aber nicht, wenn hier Beckett und Ryan dabei sind. Der Magen knurrt, da bin ich aber traurig. Komm, aber die 2 Ebenen halten wir noch aus. Die 2 Ebenen halten wir bitte noch aus, ja, sonst bin ich traurig. Hallöchen. Was können wir machen? Ja, bitte einen Aquaknarrer extra für dich kühl gehalten. Oh, 94, geil. So, noch eins. Und wir haben immerhin noch, sage und schreibe, 13 Mageninhalt. Okay. Oh, ein Skorgler. Hallo, Skorgler. Ja, immer noch hallo, Skorgler. Tschüss, Skorgler. Wo ist die Treppe? Wo ist sie? So wie ich mein Glück kenne, im letzten, was man nachguckt. Ah, danke. Oder so. War zwar eine kleine Apfelverschwendung, weil ich die dem sonst abgenommen hätte. Also, den Apfel hätte ich Knilz sonst abgenommen und dann hätte man einen Apfel mehr gehabt. Aber ist auch egal. Weil ich mag das lieber, wenn man erst so kurz vor knapp, bevor es wirklich dann dringend wird, Äpfel ist, weil man kann ja vorher das Glück haben, dass man den Dungeon abschließt und dann bist du automatisch wieder voll und dann hast du einen Apfel gespart. Tschüss, Vulcano. Ich mag Vulcano, auch wenn ich eher ein Vulpix-Fan bin. Du bist echt scheiße, Skorgler, weißt du das? Jetzt haben wir keinen Belebersamen mehr. Aber dann müssen wir halt gut taktiken. Und ein bisschen auf Sinnelbeere gehen. Was haben wir hier so drin, was wir mal wegwerfen könnten? Hier den Samen einfach mal wegsnacken.
Eigentlich hätte ich den auch mit gerne eingelagert, aber so ein Goldgummi ist dann doch wichtiger. Und ich werde keine Gummis essen. Das brauche ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber die werden wir dann auch brauchen. Und jetzt kann ich hier mal speichern, was ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos ist, weil ich ja theoretisch Safe States machen kann. Aber ich glaube, mit Speichern ist das ein bisschen weniger gecheatet, weil wenn wir jetzt verlieren, starten wir zwar wieder hier, aber wir verlieren ja ein paar unserer Items. Klar, warum solltest du auch Glut einsetzen? Das ist hier die Frage. Setz doch mal Glut ein. Wofür hast du denn deine Glut? Hä? Um zu grillen. Braten. Tut mir leid, ich bin ja Thüringer, was... Thüringer Klöße. Die mag ich sehr. Die schmecken mir am besten. Boah, aber Klöße sind super. Mhm. Jetzt habe ich Hunger. So, so schöne Selbstgaben. Mhm. Juhu, Ryan Level 17. So, natürlich hätten wir einfach nur nach unten gehen müssen und wären schon da gewesen, aber wir sind einfach mal das Rondell abgegangen. Warum nicht? Ja, ich habe zwar eine Begründung, warum nicht, weil es Zeit sparen würde, aber das verrate ich am besten niemanden. Oh, jetzt gehe ich wieder oben rein, warum nicht? So, wir sind gleich da. Nur noch einmal um die Ecke biegen. Hey, ich hatte sogar recht. Komm hier. Wurst auf die Pirsifbeere. Oder so. Stimmt, da war ja was. Wir sind am Gipfel angekommen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengulis zu retten. Komm schon! Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gesprochen habe. Die letzte Aufnahme ist zu lange her. Ich habe überhaupt keine Angst. Hey, Zapdos. Lass Tengulis frei. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch. Meinem enormen und gerechten Zorn. Ja, genau deswegen hasse ich es so. Weil dein Partner vorrennen muss. Und das ist ja da wohl das Dümmste, was man machen kann bei einem Endgegnerkampf. Alleine da vorne stehen. Bei so viel Dummheit habe ich gar keine Worte. Aber deswegen haben wir hier Rauchwolke. So, du setzt nochmal Rauchwolke ein. Und du machst jetzt Stachelspore. Ja, bitte. Danke sehr. Okay. Jetzt machst du Egelsamen und du Glut. Jetzt muss ich das alles ordentlich, alles richtig ordentlich einsetzen. Und du Aquaknarre. So gut wie es geht. Egelsamen. Sehr schön. So, Ryan macht jetzt Megasauger. Ich bin auf Aquaknarre. Ja, dann kann ich es aber auch gleich so machen. Da muss ich jetzt nicht extra raus aus dem Menü gehen. Der erste richtige Endgegnerkampf. Nein, was mache ich? Ich Depp. Okay. Da musst du jetzt aber trotzdem Stachelspore machen. Selbst wenn Beckett jetzt so ein bisschen abseits ist, aber... Vielleicht schaffen wir es ja jetzt sogar schon. Was läuft die denn dahinter? Ist die nur ein bisschen grenzdebil? Na gut, wir haben es geschafft, aber trotzdem ist die grenzdebil. Was geschieht hier? Ah, 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 ah.
Willst du noch mehr? Komm nur her! Genug! Der Kampf hat lang genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nehmt Tengulist mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht mehr zurückhalten, also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Seht mal, da ist Tengulist. Bist du in Ordnung? Oh, ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär, dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Shiggy bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht bist du kein Pokémon. Ist es nicht so? Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Kessel ist kein Pokémon. Kessel ist Mensch und Schriftsteller. Was? Ein Mensch? Ist das möglich? Kann so etwas überhaupt passieren? Kessel kann es sich auch nicht erklären. Kessel wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Lambrero hat damals am Poképlatz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Kessel zu einem Pokémon wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja? Welche denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könnte in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lass uns zu Xatu gehen. Gehen wir, Kessel, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tengulist, komm, beeilen wir uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Lalalalalala. Kessel, jetzt stehe nicht so herum, lass uns nach Hause gehen. Lalalalalala. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war doch noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Juhu, gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben Zapdos besiegt. So. Shiggy, bitte aufgestanden. Alles klar, und dann starten wir dann von hier wieder in der nächsten Folge und gucken mal, was uns dann alles so übrig bleibt. Also Freunde, bis dann, ciao, und ich hoffe, ihr fandet den Kampf gegen Zapdos genauso toll wie ich, auch wenn Beckett sich so ein bisschen doof verhalten hat, aber dafür konnte sie nichts, er war paralysiert. Also, jetzt wirklich, ciao.